Hallo YouTube, hier ist wieder euer Drohmeergott. Immer noch in der Sommerpause. Ja, ich weiß, bei mir dauert dieses Jahr der Sommer irgendwie verdammt lange. Aber hey, ich hoffe, da kommt bei euch wenigstens ein bisschen verlängertes Sommerfeeling auf. Yeah. Ja, ich zeige euch hier jetzt mal meine Videodai-Aufnahmen. Ein paar von euch habe ich bestimmt gefilmt. Also, viel Spaß damit. YouTube, das größte Internet-Videoportal der Welt. Das Prinzip von YouTube ist ganz einfach. Mit einer herkömmlichen Videokamera dreht man einfach drauf los und veröffentlicht das Ganze im Internet. Und genau sowas mache ich. Hallo YouTube. Leslie T ist mein Name, auf YouTube besser bekannt als Drohmeergott, benannt nach dem gleichnamigen Monster aus meinem ersten Langfilm Attack of the Drohmeergott. Also ich bin auf YouTube schon seit 2006 angemeldet. Und anfangs hatte ich nur ein Ziel. Ich wollte meinen Film, mein Erstlingswerk promoten. Ich wollte die Trailer hochladen und ich wollte Leute finden, die bei diesem Filmprojekt mitmachen wollen. Habt ihr Bock, bei meinem Film mitzumachen? Es kostet auch. Komm schon, ich suche Darsteller für meinen Film. Nun ist der Film schon seit einigen Jahren fertig. Dennoch konnte ich nicht aufhören, auf YouTube weiterhin Filme zu produzieren. Dank der Community wurde man immer wieder aufgeheizt, weiter Filme zu machen. Einmal im Jahr findet auf der Gamescon in Köln das größte YouTuber-Treffen Europas statt, dem sogenannten Video Day. Und dieses Jahr schaue ich selber bei der Gamescon vorbei und bringe euch eine Drohmeergott-DVD mit. Yeah! Und für ein bisschen Geld könnt ihr die haben. Also, ab nach Köln! Ja, liebe Polaris-Zuschauer, jetzt bin ich hier auf der Gamescon und hier findet es statt, das YouTuber-Treffen 2012. Und ich bin mal gespannt, wie sehr ich hier meine Drohmeergott-DVD verticken kann. Lasst mal losgehen! Tja, also hier im Video-Day ist es ziemlich voll, das ist die Chance höher, meine DVD zu verticken. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Entschuldigung. Wer bist du? Felix. Sie sehen doch aus wie jemand, der Dresch mag. Was möchtest du? Ein Film. Was? Sie mögen Dresch. Ich möchte Ihnen einfach dieses Angebot machen. Eine Drohmeergott-DVD. Auf gar keinen Fall. Ich kenne sie nicht, ich kenne das nicht. Hauen Sie ab. Ein Film möchte er. Das trifft sich gut. Ich habe hier nämlich einen. Mein Film. Attack of the Drohmeergott heißt er. Interesse? Noch ist er hart, aber ich klopf ihn schon weich. Wer könnte denn noch die DVD kaufen? In dem Film geht's um Dresch, Horror, er wird ein bisschen gesplattert und es machen auch ein paar YouTuber mit. Darf ich mal? Ja, bitteschön. Okay. Es ist unglaublich, ich habe ein Exemplar schon verkauft. Yippie! Nee, danke. Was denn? So, ja, das war's mit dem Video Day. So erfolgreich war es jetzt nicht. Ich habe bloß eine Drohmeergott-DVD verkaufen können. Aber nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Da verkaufe ich meine zweite DVD. Ha! Vielen Dank an alle, die sich haben von mir filmen lassen. Und danke an den Typen, der eine Drohmeergott-DVD gekauft hat. Also der sah so aussah wie Mohammed. Und danke an Gimme 5 Cookies und danke an Blauberina dafür, dass ihr als Kameramann eingesprungen seid. Ja, das war's. Ach ja, stimmt ja. Als YouTuber muss man ja versuchen, die Community zu Interaktion zu bewegen. Deswegen schreibt mir einen Kommentar über... Krebsgeschwüre.